Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Wie sieht das bei euch wettermäßig aus? Also, ihr seht, ich sitze hier im Top. Bei uns ist es gerade ganz schön warm, aber auch sehr drückend warm, so 26 Grad ungefähr. Und wir haben ja hier eine Dachwohnung und ja, da kommt man schon mal eher ins Schwitzen. Morgen soll es, glaube ich, 30, übermorgen 33 Grad. Also das Wochenende wird schön heiß. Naja, deshalb habe ich mir auch die Haare heute. Ich habe eben frisch geduscht und ich dachte, was machst du mit den Haaren? Vielleicht geht es euch da genauso, die längere Haare haben, einfach hier irgendwie aus dem Gesicht. Ja, deshalb Haarband, was ich mir ja neu gekauft habe ich euch im letzten Haul-Video gezeigt und einen Zopf, fertig. So, und vielleicht könnt ihr anhand meines Augen-Make-ups schon erkennen, es geht heute um den zweiten Teil meiner Monolidschattensammlung und das sind diese hier. Weiß-Gold-helle Glitzertöne. Genau, die habe ich in dieser wunderschönen Kiste. Ich habe mich auch heute mit fünf Lidschatten geschminkt aus dieser Farbkategorie. Die zeige ich euch am Ende und dann zoome ich euch auch nochmal an mein Augen-Make-up ran. Genau. Ich würde sagen, wir starten. Ich swatche euch die alle auf dem Handrücken. Und die gebackenen Dinger, ich glaube, ich habe irgendwo auch ein paar gebackene, da feuchte ich. Ich habe mir hier schon ein Töpfchen Wasser hingestellt. Da feuchte ich so ein bisschen den Finger an, damit ihr dann den Unterschied sehen könnt, wie die halt im feuchten Zustand aussehen. Und ja, viele Lidschatten gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht habt ihr Glück, wenn euch einer gefällt, den ich euch jetzt zeige, dass ihr den noch auf eBay oder Kleiderkreisel euch ja, holen könnt. Ja, ich würde sagen, wir starten. Die Kiste ist prall gefüllt. Das wird ein längeres Video. Also, ja, ich würde sagen, holt euch was zu trinken oder was zu knabbern und los geht's. Ich greife jetzt wahllos rein. So, ich habe jetzt hier einen, ich glaube, den könntet ihr noch bekommen. Ja, das ist von Manhattan ein Multi-Effekt-Eyeshadow. Und ja, den müsste es noch geben. Den habe ich noch nicht so lange. Das ist die 12N Pina Colada. Pina Colada. Ja, das hört sich doch lecker an, oder? Genau. Und das ist so ein schöner, ja, so ein Creme. Also ist nicht ganz richtig weiß. Jetzt mache ich euch mal hier. Also sind relativ gut pigmentiert und haben halt so einen schönen Glanz. Also das ist schon jetzt keine groben Glitzerstückchen. Der glänzt einfach nur wunderschön. Halt euch das nochmal nebeneinander. Pina Colada. Und den benutze ich unheimlich gerne zum Highlighten unter dem Augenbrauenbogen oder im Augeninnenwinkel oder so einen hellen Lidschatten aufs ganze Augenlid. Ich habe mir hier schon feuchte Lappen hingelegt. Kann das dann direkt wegwischen. So, das wäre der erste. So, jetzt muss ich mir mal Platz machen. Der nächste, der hat keinen Deckel, den kennt ihr, den habe ich euch schon oft gezeigt. Ich habe den auch sehr, sehr lange schon. Ist von Alverde DM Naturkosmetikmarke. Mein geliebter Warm Vanilla, die Nummer 20. Und den habe ich auch schon, ja, man sieht es vielleicht ganz schön oft benutzt. Das ist halt ein schöner, matter, heller Ton. Und den könnt ihr wunderbar zum Verblenden nehmen. Oder auch zum Highlighten oder auf, egal, ne? Also der ist universell einsetzbar. Aber ich benutze den meistens zum Verblenden und ziehe mir den dann auch bis hoch unter die Augenbraue. Leider ist der Deckel irgendwie weg. Der ist mir mal kaputt gegangen. Aber den gibt es auch noch. Warm Vanilla, die 20 von Alverde. Dann als nächstes nehme ich mal einen von Essence. Da steht zwar jetzt New drauf, aber ich weiß nicht, ob der noch so New ist, ob es den noch gibt. Das ist die 58 Cappuccino Please mit Schimmereffekt. So. Also Cappuccino. Ja, den hätte ich jetzt auch gerne. So, das ist einer. Das ist so ein Karamellton. Ja, der hat halt so einen Schimmereffekt. Man sieht es vielleicht auch. Ist sehr gut pigmentiert, finde ich. Ja, und der geht so leicht ins goldfarbene Champagner, würde ich sagen. Jo, und ich finde den Effekt toll. Und ja, Essence-Lidschatten. Vielleicht bekommt ihr den noch, die 58. Ich drücke euch die Daumen, weil auch den kann man wunderbar, wie fast alle jetzt, vielleicht außer diese ganz goldenen glitzerigen, die vielleicht nicht zum Highlighten, die glitzern ganz schön. Aber ja, ich mache mal weiter mit Altera. Da habe ich, glaube ich, nur diesen einen. Das ist die Naturkosmetikmarke vom Rossmann. Das war allerdings jetzt eine LE. Weiß nicht, wie die LE hieß. Das ist die 02 White.
mit Bio-Kirschblütenextrakt. Das war so eine richtig schöne Verpackung hier. Ist auch, wie viel ist denn da drin? Steht gar nicht drauf, schade. Aber es ist schon, ja, ihr seht es ja, schön viel Produkt. Und das ist halt so ein schon, ja, ein schönes Weiß. Es ist relativ gut pigmentiert, finde ich. Und der roch auch, meine ich, so leicht nach Kirschblüte. Kann ich jetzt leider nicht mehr riechen. Ich habe den, der ist bestimmt schon 2 Jahre alt oder anderthalb, so in dem Dreh. Aber ist auch ein wunderbarer Ton zum Highlighten im Augeninnenwinkel oder unterm Augenbrauenbogen, genau. So, dann habe ich hier einen von L'Oreal. Die gibt es, glaube ich, noch, oder? Das sind diese Color Infallible, keine Ahnung, diese hier. Ich dachte früher immer, das wäre loses Pigment, aber Indefectible, genau, Indefectible. Die 001 Time Resist White, hier steht der Name, könnte es noch geben. Das, den habe ich auch schon länger, das ist aber so ein gepresster. Also der ist jetzt nicht richtig lose, der wurde irgendwie gepresst. Aber er krümelt ganz schön, da muss man aufpassen beim Auftragen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen. Das ist so ein Champagnerton auch, der so schön glänzt. So, vorsichtig. Da. Also das ist auch einer, der richtig schön, den habe ich mir auch schon mal aufs ganze Auge gemacht, weil, ja, ihr seht es vielleicht, also der leuchtet ordentlich. Und habe ich früher, wo ich mir den frisch gekauft hatte, des Öfteren aufs Auge gepackt. Aber ja, im Moment nicht mehr so oft. Ich meine, die müsste es noch geben, die Indefectible, die in diesem Döschen hier. Da gibt's, da gab es noch andere tolle Farben. Und aber ich glaube, ich, oder habe ich da, ich weiß nicht. Es kann sein, dass ich mir noch eine andere Farbe, das sehen wir dann in einem nächsten weiteren Teil meiner Lidschattensammlung. So, dann habe ich hier den von MAC, den kennt ihr auch. Den habe ich auch schon ein bisschen länger, das ist Vanilla. Und Vanilla, hier steht drauf, hat ein Velvet Finish. Also ich glaube Velvet, das ist ja wie mit diesen neuen von Catrice, heißt nicht richtig matt, aber so semi-matt, also so fast matt, sag ich mal. Das ist so ein wunderschöner Ton zum Verblenden. Also ich benutze den meistens zum Verblenden. Ihr seht vielleicht, der schimmert jetzt nicht so doll, aber den könnt ihr wirklich wunderbar zum Verblenden, zum Highlighten auch verwenden. Ja, MAC-Lidschatten habe ich ja nicht ganz so viele, aber ich habe mich mit 2 MAC-Lidschatten heute auch geschminkt aus der Farbkategorie. Ein weiterer vom MAC ist dieser hier, der ist, glaube ich, sehr bekannt. All That Glitters hat ein Velux Pearl Finish. All That Glitters war früher, als ich anfing mit YouTube-Videos schauen, also oft habe ich diesen Lidschatten dabei vielen entdeckt. Das ist so ein Gold-Bronze, der unheimlich schön glänzt. Keine groben Stückchen drin, aber ihr seht es vielleicht, je nach Lichteinfall, schimmert der einfach nur wunderbar. Ja, All That Glitters kennt ihr bestimmt, denke ich mal, dass ihr den schon mal gehört habt. Jo, so, dann machen wir weiter mit Catrice. Das ist ein gebackener Soft Baked Eyeshadow aus einer limitierten Edition Candy Shock. Ich glaube vom letzten Jahr, die 04 It's Honey Money. Genau, das ist so ein Goldbronze, ja, oh, jetzt bin ich mit dem Finger rein, na toll. Das ist so ein dunkler Champagnerton mit silbernen Adern. Und so wäre das jetzt, also auch schon eine Hammerpigmentierung im trockenen Zustand. So sehen die Farben dann gemischt aus, und so ein hellerer Silberton. Jetzt feuchte ich meinen Finger mal etwas an. So, gehe jetzt mit dem feuchten Finger hier rein. Und dann wollen wir mal gucken. Jo, also etwas farbintensiver. Der Unterschied ist jetzt hier nicht ganz so groß, ne? Trocken, feucht, vielleicht ein bisschen farbintensiver im feuchten Zustand. Ja, Candy Shock LE. Genau. Und dann machen wir mal weiter mit Catrice. Könnte es noch geben aus dem Standardsortiment. Die 530 Pearl McCartney. Die 530. Das ist so ein, ja, so ein ganz heller Weiß, ja, so ein heller Ton, der schon so ein bisschen sogar ins Silber geht. Und der ist nicht, ich glaube, das ist einer der wenigsten von Catrice, von diesen Mono-Eyeshadows, die nicht so gut pigmentiert sind. Seht ihr das?
Also sonst sind die ja relativ gut pigmentiert von Catrice, aber dieser hier, ich kann da nochmal drüber gehen, sieht auch schön aus. Also den nehme ich auch schon mal für den Augeninnenwinkel, aber der ist jetzt nicht ganz so gut pigmentiert. Ja, die 530 von Catrice. Dann habe ich hier von der P2 Denim Delight LE. Auch ein schönes Töpfchen, hier so Pappkartonmäßig. Die 010 White Dust, die 010. Da habe ich hin und her überlegt, das ist eigentlich so ein ganz, ganz heller Lavendelton. Aber ich habe den jetzt zu den hellen Tönen hier einfach gepackt. Ist auch relativ matt. Ja, also der geht so ein bisschen ins Lavendelfarben. Ist auch nicht ganz so gut pigmentiert, aber den finde ich auch schön für den Augeninnenwinkel. Und ja, die LE liegt auch schon weiter zurück vom P2. Leider, ich glaube, das war eine ganz schöne LE. Ich glaube, da hatte ich mich damals sehr drauf gefreut. Dann mache ich weiter, die liegt noch weiter zurück vom P2. Die Ship Ahoy. Ja, das ist so ein richtig schönes Gelb-Gold. Die 030 Gold Coast mit diesem wunderschönen Print, mit diesem Bötchen. Ja, und ihr seht, das ist schon ein richtiges Gelb-Gold, ja. Welches leicht krümelig ist, aber, ja, sieht man vielleicht, ne. Ist jetzt nicht so durchgehend gut pigmentiert, also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber um kleine Highlights zu setzen, ja, ich mochte den. Also ich mag den auch noch, nicht ich mochte den. Ja, habe ich aber noch nicht so oft benutzt, muss ich gestehen. Ja, und dann mache ich mal weiter mit einem weiteren von Catrice. Das war aber eine LE. Limitierte Edition Rocking Royals, die 02 X-Pistols. Ah, komm her. Das ist so ein Bronzegold. Da war auch so ein Print, so Buchstaben oder was. Rocking Royals, ich denke mal, die Kürzel dafür. Das ist so ein glänzendes, ja, Gold. Nicht so ein Gelbgold wie gerade vom P2, sondern so ein, ja, das glänzt richtig schön. Ich mag sowas. So ein Finish mag ich total gerne und ja, finde ich schön. Genau, dann gucke ich mal, dann mache ich mal weiter mit P2 auch wieder. Die gab es, glaube ich, im Frühjahr oder zur Karnevalszeit diesen Jahres. Die Square Affair, das ist dieser hier, ein schönes Weiß. Die 010 White Smartness. Wenn ich es schaffe, ich will euch jetzt nicht hier immer mit diesem, ja, mit den Lidschattennamen nerven und die in die Kamera halten. Wenn ich es schaffe, dann blende ich immer die Namen noch ein. So viel Mühe könnte ich mir ja vielleicht machen. Ich werde mal gucken. Dann könnt ihr ja, falls euch ein Lidschatten besonders interessiert, kurz auf Pause drücken und euch den Namen notieren. Ja, das ist so ein schönes Weiß. Und das ist sehr, sehr gut pigmentiert. Ja, das auch so ein bisschen glänzt. Nicht so wie der von Catrice, aber ja, so leicht schimmrig ist, ne? Genau, das ist dieser hier. Ich glaube, da gab es auch einen schwarzen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir den damals mitgenommen habe. Ich brauche einen frischen Lappen. So, genau. Dann mache ich weiter mit einem gebackenen von Catrice wieder. Intensive Eye Wet and Dry. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie die ganz rausgenommen haben. Diese, die man auch nass auftragen kann. Das ist jetzt die Nummer 080 Please Gold Line. Genau. Und das ist so ein glitzerig-schimmriges Gold-Bronze. Und den nehme ich jetzt erstmal trocken. Da ist er nicht ganz so gut pigmentiert. Sieht man das? Ja, so ein bisschen bröckelig kommt der rüber. Jetzt feuchte ich mal den anderen Finger etwas an. Gehe mit dem feuchten Finger da durch. Und ja, so, da sieht man vielleicht, da ist er dann schon etwas farbintensiver. Hier sieht man vielleicht mehr so den Bronzeton dann durchschimmern. Ja, ist ganz nett. Muss man mit Vorsicht genießen. Der bröckelt so ein bisschen. Ja, genau. Und dann geht's gleich weiter. Jetzt glitzert meine Hand. Das mag ich aber nicht. Das Moment. So, dann mache ich weiter mit einem gebackenen von Essence. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die Color Shine. Ich glaube nicht mehr, oder? War auch eine schöne Farbe aus dieser Color Shine Reihe. Die 12 Milky Way. Was steht denn hier hinten drauf? Aufregender Schimmer.
Feucht oder trocken, genau. Den kann ich euch dann auch feucht zeigen. Das ist so ein schöner, heller Ton mit silbernen Adern durchzogen. Jo, trocken auch schon, boah. Also der ist ja echt Hammer. Der leuchtet aber auch toll. Ja, jetzt mit einem feuchten Finger. Da sieht man, oh, da sieht man hier schon den Unterschied. So, da kann man vielleicht jetzt am besten erkennen, ne? Da ist die Pigmentierung oder sagen wir mal die Farbintensität viel, viel besser wie da oben. Da finde ich den Unterschied richtig deutlich. Ja, ein sehr, sehr schöner Lidschatten von Essence aus dieser Colorshine-Reihe. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Meine ich. Ja. So, dann geht's weiter mit Essence wieder. Da müsst ihr mal schauen, ob es den noch gibt. Die 78 Vanilla Milchshake mit Schimmereffekt. Boah, ich kriege voll Durst. Erst Cappuccino, jetzt Vanilla Milchshake. Das ist auch so ein Champagnerton. Ja, sieht auch gut aus. Ja, ist relativ gut pigmentiert, hat einen schönen Schimmer, einen schönen Glanz. Wunderbar auch zum Highlighten. Sehr, sehr schön. Und die sind ja wirklich günstig, die Lidschatten von Essence. Und ich finde auch, im Gegensatz noch vor ein paar Jahren, sind die mittlerweile super pigmentiert alle. Ja, jetzt habe ich noch einen von Manhattan, von dieser runden Serie. Die, glaube ich, die gibt es noch. Die Intense Effect Eyeshadows. Diese hier. Das ist auch so ein schöner, heller Gold-Champagner-Ton. Die 11A Off-White. Ein gebackener. Den kann ich euch dann auch feucht demonstrieren. Erst trocken. Ja, so ein schöner, heller Champagnerton, der einen schönen Schimmer hat. Fingerchen anfeuchten und zack. So. Finde ich jetzt den Unterschied auch nicht so. Vielleicht muss ich den Finger noch ein bisschen mehr anfeuchten. Mache ich jetzt einfach mal. Ja, es geht. Ein bisschen farbintensiver. Ist aber auch ein schöner Ton, finde ich, weil da kein grober Glitzer drin ist, sondern halt nur dieser Schimmer, ne? So, wieder sauber. Dann habe ich, Moment, wo ist er jetzt? Ah, von Catrice noch einen gebackenen, auch aus der Intense Eye Reihe. Vanilla, die 030 Vanilla Sky Ride. Und mir war jetzt gerade so, als hätte ich den schon euch gezeigt. Aber nee, das war dieser andere hier. Ja, das ist aus dem Standardsortiment. Da, ich glaube, den haben sie rausgenommen. Also wenn ihr Glück habt, der Ausverkauf ist bei uns noch, könntet ihr den noch bekommen, weil ich finde das einen wunderschönen Ton. Und jetzt feuchte ich den Finger an, weil der ist ja gebacken. Zack. Ja. Auch etwas farbintensiver. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Genau. Das war dieser. Also den, ich glaube, den haben sie rausgenommen auf jeden Fall. Aber bei uns ist der Ausverkauf noch. Vielleicht habt ihr noch Glück und könnt ihn bekommen. Dann vom P2 aus der Matte Dream Reihe. Das ist der mit diesen ja, Linienwellenmuster. Ja, der kommt jetzt irgendwie so leicht orangestichig rüber. Ja, der ist tatsächlich, den könnte ich eigentlich... Peach Moment, wisst ihr was? Der kommt in die Kategorie Rot-Orange. Da habe ich nämlich nicht so viele. Ja, da kommt der rein. Dann seht ihr den, wenn ich mit der Kategorie Orange-Rot weitermache. Dann haben wir hier von Catrice Standardsortiment ein schöner Bronzeton. Die 630 Fancy Copper Tea. So, gehst du den auch mal auf? So, das ist dieser schöne. Der schimmert auch total klasse, wie ich finde. So. Ja, ein schöner Bronzeton mit Schimmereffekt. Oh, sehr, sehr schön. So. Ja, ich hoffe, euch wird das jetzt nicht langweilig, aber viele haben mich ja gefragt und jetzt mache ich diese Reihe. Mit den Lippenstiften wird es auch bald weitergehen. Ja, wir haben jetzt gerade so Schützenfest-Saison hier. Um mich herum in den ganzen Dörfern ist Schützenfest und deshalb muss ich mich ein bisschen sputen mit Videos, weil ich dann ab und zu nicht so zu Hause bin. Aber egal, ich bemühe mich. Machen wir weiter mit P2 Ultra Satin Eyeshadow and Primer.
Das ist einer von den neueren, genau. Also hier haben wir einen Lidschatten, quasi Primer, mit integrierten Primer. Das heißt, ich brauche keine Lidschattenbase. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Kann ich euch jetzt nicht sagen, ob der ohne Eyebase hält. Die 040 Satin Orchidee oder so. Kann man auch feucht auftragen. Ich habe gerade mal gelesen. Genau, das ist auch so ein schöner Champagnerton. Das ist jetzt im trockenen Zustand. Auch sehr, sehr schön schimmrig. Dann feuchte ich den Finger mal wieder an. Dann sieht das Ganze so aus. So. Ja, etwas farbintensiver dieser hier, ne? Ja, da bin ich gespannt. Also, da gibt es ja noch andere Farbtöne aus dieser Reihe mit integrierten Primer. Wenn ihr damit schon Erfahrungen gesammelt habt, könnt ihr mich das ja mal wissen lassen aus dieser P2 Monolidschattenreihe. Dann habe ich wieder einen wunderschönen, wie ich finde, von Catrice. Das ist so ein hellerer Ton und so ein Bronzeton. Das war die Matchpoint LE vom letzten Jahr, die 03 The Winning Cream. Ja, den habe ich auch noch nicht benutzt, glaube ich. So sieht der aus. Einmal im trockenen Zustand. So sehen die Töne dann gemischt aus. Finger wieder anfeuchten. Und zack. Ja, auch etwas farbintensiver. Ist nicht so viel bei diesen Tönen, bei diesen helleren Tönen, diese gebackenen, da ist der Unterschied meistens, merke ich gerade selber, nicht so groß wie bei den dunkleren Farben. Aber doch schon so ein bisschen kann man es vielleicht erkennen, dass der nicht so farbpigmentiert ist wie der feuchte, ne? Ja. So, dann mache ich weiter mit Catrice aus dieser Liquid Metal Reihe. Da weiß ich jetzt auch nicht. Also die finde ich auch sehr, sehr schön. Ich glaube, die nehmen sie nicht ganz raus. Ich glaube, da nehmen sie nur ein paar Farben raus. Das ist jetzt 02 All Real Gold. Spektakulärer metallischer Effekt. Genau. Da habe ich auch noch ein paar andere Farben von. Boah, das ist auch schon so mehr so ein Gelb-Gold. Ne? Ohne groben Glitzer, einfach nur wunderbarer Glanz und Schimmer. Ja. Richtig toll. Und ich glaube, da könntet ihr noch rankommen bei Catrice. Also ich sehe gerade meine ganz schön viele Catrice Mono-Eyeshadows, die ich hier besitze. Okay, dann mache ich mal weiter mit einem von Alverde. Das waren diese schönen Töpfchen hier. Das ist auch ein gebackener von Alverde. 30 Lichterkleid, so heißt der. Das ist so ein Weiß mit ganz feinem Goldschimmer, den man kaum sieht, vielleicht doch so ein bisschen. Seht ihr das? Da ist so ein bisschen goldener Glanz mit bei. Jetzt mache ich den Finger noch mal feucht. Vielleicht gibt es da einen Unterschied. So, ja, minimal wieder, ne, würde ich sagen. Aber so, je nachdem, wie ich jetzt die Hand halte, kann man vielleicht diesen goldenen Schimmer erkennen. Und der ist auch wunderbar zum Highlighten. Und unterm Augenbrauenbogen, im Augeninnenwinkel. Ja, vielleicht könnt ihr solche Lidschatten noch ergattern auf eBay oder Kleiderkreise, weil ich fand die LE damals irgendwas mit Feen, meine ich. Feenzauber, Feenstaub, die fand ich echt klasse. Da habe ich damals ganz schön viel gekauft, glaube ich. Ja, dann eine LE, die liegt schon weiter zurück von Essence, die Wildcraft. Das ist mit diesem geriffelten Muster. Die 01 Rosewood Hood. Schimmernder Lidschatten. Ein schimmernder, okay. Finde ich auch toll. Ist auch so ein Nude Gold. Und relativ gut pigmentiert. Ja, hat auch so einen schönen Schimmereffekt. Und den kann ich mir auch gut vorstellen auf dem ganzen Auge. Jo. Ja, die liegt schon länger zurück. Stimmt schon anderthalb Jahre. Dann habe ich wieder einen von Catrice, einen schönen hellen Ton. Die 660 Eyes Wide Open. Ja, ich glaube, den finde ich besser wie diesen hier. Pearl McCartney, genau. Wenn man die nebeneinander hält, der geht mehr so ins Silberweiß und das ist mehr so ein cremiges Weiß. Also die 660 ist das. So.
Und der sieht doch mal eher matt aus. Also, ja, kann man vielleicht erkennen, dass der jetzt nicht so glänzt, ne? Also ein wunderschöner, matter, heller Ton, finde ich. Auch super zum Verblenden, zum Highlighten. Oder aufs ganze Auge. Und oh, ich brauche noch einen frischen Lappen. Ja, dann habe ich hier, genau, Quatsch. Oh, ich habe den zweimal, seht ihr? Ich fand die LE so toll. Ich habe euch den ja gerade gezeigt aus der Feen-LE. Hier ist er nochmal. Ich habe den zweimal, weil ich den so toll fand. Okay, jetzt fällt mir einer von MAC hier gerade in den Schoß. Also ein weiterer von MAC, das ist Woodwinked. Ich glaube, ist auch ein bekannter. Ein Velux Pearl Finish. Woodwinked finde ich auch super, super schön. Ist so ein heller, mittlerer Bronzeton, wie ich finde. Ja, das ist Woodwinked. Und dieses Finish finde ich grandios. Ja, also ein ganz, ganz toller Lidschatten. Woodwinked, genau. Ich glaube, der dürfte schon einer der bekannteren Lidschatten von MAC sein. Jo, dann habe ich noch einen weiteren von der Liquid Metal Reihe von Catrice. Das ist so ein Peach Gold. Also der hat so ein, ich weiß nicht, ob das nur aufgesprüht ist. Das ist die 020 Golden Roses. Genau, das könnt ihr vielleicht erkennen hier, wo ich schon drin war. Das scheint dann so rosenholzmäßig durch mit so einem goldenen Spray. Jetzt gehe ich da mal rein. Das ist dann so ein schönes Goldrosé. Boah. Also ein ganz, ganz toller Lidschatten. Ich hoffe nicht, dass sie den rausgenommen haben, aber ich glaube nicht. Der ist auch wunderschön und der geht eigentlich auch immer. Egal zu welcher Jahreszeit, finde ich. Obwohl ich mache meine Augen-Make-ups meistens nach meiner Stimmung oder wonach mir gerade ist, abhängig und nicht von der Jahreszeit. Ja, ich trage auch im Winter gerne bunt. Weiter geht's. Ein paar haben wir noch. Okay. Ein weiterer aus der Ship Ahoy-Reihe. Da ist nur die Schrift hier schon ganz schön abgegrabbelt vom P2. Wo ist denn der andere? Ich habe euch ja gerade einen gezeigt. Diesen hier, den goldenen. Und da gab es dann auch so ein schönes Weiß. Das ist die 010 White Shore. Den habe ich schon damals öfters benutzt. Aber, jo. Und der ist, glaube ich, ja, der scheint mir sehr matt zu sein. Bisschen krümelig. Obwohl, nee, so ein bisschen glänzt er auch, ne? Nicht ganz so doll wie manch anderer, aber ja, ist auch wieder ein sehr, sehr schöner Lidschatten. Und die LE liegt aber wirklich schon länger zurück. Dann habe ich noch einen von Essence 3D. Die müsste es, glaube ich, noch geben. Die sind noch nicht so alt, meine ich. Das sind so zweigeteilte. Das ist die 08 Irresistible Vanille Latte. Also Essence hat es mit Getränken, wo? Cappuccino, Chai-Latte, Vanille-Latte. Wunderbar. Ich brauche gleich erstmal ein Cappuccino. Hier haben wir dann ein Gold. Etwas bröselig, aber dennoch ganz schön. Und dann haben wir hier so einen schönen Ton, so ein, ich glaube, ja, so ein Karamell, so ein Cremeton, Champagner. So, das sind die beiden. Relativ gut pigmentiert, 3D. Ich weiß jetzt nicht, was hier dran 3D ist. Ja, man muss dem Tint einen Namen geben, aber ich meine, die gibt es noch. So, und mal wieder ein frischer Lappen. Wenn ihr sehen, ihr müsstet jetzt mal hier neben mir sitzen. Ich habe hier schon, naja, hier sieht es aus. Aber egal, ich habe Spaß und ich hoffe, ihr auch. Weiter geht's mit Essence Happy Holidays. Vom letzten Jahr, meine ich, ne? War das nicht letztes Jahr oder war das dieses Jahr? Ich bin mir nicht sicher. So weit liegt das noch nicht zurück. Die 02 Santa Baby. Genau, mit metallischer Textur. Das ist so ein dunkles Gold mit so süßem Printmuster. So, jetzt gehe ich da mal vorsichtig durch. Ja, der ist auch wunderschön. Ja, hat auch einen schönen metallischen Effekt, ne? Ja, Happy Holidays. Das muss dann so um die Weihnachtszeit gewesen sein, ne? Ja, ich glaube. Letztes Jahr Weihnachten, ne? So, dann Essence Metal Glam. Die sind auch noch ziemlich neu. Das ist die 08 Nice Frosting. Und ich glaube, das sind die, die haben immer so einen metallischen Glanz oben drüber. Genau. Und hier war ich aber schon drin. Hier am Rand könnt ihr das noch erkennen. Das ist so metallisch.
Und wenn man den aber dann so benutzt, dann geht das irgendwie weg. So, jetzt rühre ich da mal drin rum. Und dann seht ihr schon, das ist so ein ganz helles Weiß-Silber und hat was irgendwie, ne? Finde ich. Doch. Wenn man, also den kann ich mir auch, wenn man ein bisschen übertreiben möchte zum Highlighten, finde ich, ist das auch wow. Ein schöner, schimmriger Lidschatten. Doch. Okay. Dann habe ich hier noch einen von Catrice. Das ist so ein ganz heller Champagnerton. Auch wunderschön. Die 670 Vanilla and Charles. Vanilla and Charles. Die haben auch lustige Namen, wo? Der müsste relativ matt sein. Ja, so ein ganz heller Cremeton. Also der ist jetzt nicht so leuchtend, ne? Wenn ich das jetzt weiter weghalte, ich gehe da nochmal drüber. Wunderbar zum Verblenden aber auch, finde ich. Ist jetzt nicht ganz so farbintensiv, aber zum Verblenden will man es ja auch oft dann nicht vielleicht immer so farbintensiv haben. Dann habe ich noch von Essence einen, so einen bronzefarbenen. Ich glaube, den hatte ich mal irgendwann gezogen, letztens in irgendeinem Lidschattenlotto. Kann das sein? Die 59 Copper Island mit Schimmereffekt. Der nicht aufgehen will. Doch. Ich meine, den hätte ich irgendwann im Lidschattenlotto letztens gezogen. Ja. Und ja, hat auch einen schönen Schimmer. Ist gut pigmentiert. Ja. Ist ein schöner, dunkler Bronzeton. Jo. Und dann habe ich von Alverde. Boah, was war das jetzt hier noch für eine LE? Könnt ihr euch daran erinnern? Ich komme nicht auf den Namen. Amazing Beige, die 50. Ja. Ich komme nicht drauf, ich überlege gerade schon. Ist auch so ein Champagnerton. Es war auch eine sehr, sehr schöne LE. Ist jetzt nicht so am Glänzen, finde ich. Obwohl, es geht. Doch, so ein bisschen schimmerte auch, ne? Sehr gut pigmentiert. Ich komme jetzt nur nicht auf den LE-Namen. Das tut mir leid. Weil Alverde das nie auf seine Produkte schreibt. Warum eigentlich nicht? Verstehe ich nicht. Machen doch alle anderen auch. Ja, dann habe ich tatsächlich einen von Kiko. Ich wünschte, ich hätte den Kiko in meiner Nähe. Ich finde Kiko toll, aber ich muss dann immer nach Dortmund fahren. Naja, vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwann. Die 129 ist das. Genau. Und das ist eine, was steht denn hier? Ombre? Keine Ahnung. Naja, der glitzert wie das Gewitter. Ist so ein schöner Champagnerton, seht ihr das? Da ist schon ordentlich Glitzer drin. Ja. Das kann man auch am Finger, glaube ich, gut erkennen. So. Also ist schon, ja. Also den vielleicht so ganz vorsichtig, vielleicht für so ein Weihnachtsaugen-Make-up so auftupfen als Topper, finde ich den schön. Kiko hat unheimlich tolle Lidschatten und unheimlich tolle Produkte und vielleicht ist es auch ganz gut so, dass ich keinen Kiko hier bei mir in der Nähe habe. Ja, dann habe ich tatsächlich doch noch einen von L'Oreal, von diesen Indefectible. Genau, das ist die 002 Hourglass Beige oder so. Naja, ich blende es euch ein hier irgendwo. Das ist jetzt so ein Beige-Ton. Das andere war mehr so ein weißer. Genau, das ist auch wieder einer von diesen L'Oreal. Hier habt ihr dann so ein Deckelchen. Und da ist dann der gepresste Lidschatten drin. Ja, das ist so ein, kann man das sehen? Champagner Gold. Gehe ich jetzt mal rein. Auch eine tolle Farbe. Und ja, ordentlich am Schimmern und am Leuchten, wa? Toll. Muss ich unbedingt auch mal wieder rauskramen. Vielleicht ziehe ich die ja mal irgendwann im Lidschattenlotto, wer weiß. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Muss ich mal schauen bei meinem nächsten Rossmann oder DM-Besuch. Da gucke ich mal. Ich brauche wieder einen Lappen, der hält aber ganz gut. Ja, der ist hartnäckig. Dann habe ich hier noch ein. Oh, aus der Essence Me and My Ice Cream. Ja, da gab es auch diese tollen Lippenpflegestifte, die schmeckten alle so lecker. Me and My Ice Cream, die 01 Cone Heat. Das ist ein gebackener auch. Kann ich euch auch wieder dann. Ja, das ist so ein heller Champagner-Weißton mit so lilafarbenen Adern durchzogen. Ach, auch toll. Ich mische die jetzt. Dann sieht das so aus. Zack.
Oh ja, wunderschön. Ach so, jetzt feuchte ich mal eben wieder meinen Finger an, gehe mit dem feuchten Finger hier durch und dann sieht das so aus. Mal weiter weg. Also da finde ich den Unterschied auch nicht so gravierend. Also im trockenen Zustand eigentlich genauso gut pigmentiert, so schön glänzend wie im feuchten Zustand. Da fand ich jetzt den Unterschied nicht so dolle. Vielleicht liegt es daran, dass es helle Töne sind. Ich weiß es nicht. Essence Miami Roller Girl. Oh, die LE liegt schon länger zurück auch. Miami Roller Girl. 02 Wise Wise Baby. Das ist ein schimmernder Lidschatten für langanhaltende Effekte, steht hier. Ja, das ist schon fast so ein Creme-Beige-Braun, aber ich habe das halt hier noch eingeordnet. Schön mit der Palme und ja, der ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut pigmentiert. Leicht krümelig. Okay, er hat einen schönen Schimmer. Ich schichte nochmal hier. Aber ihr seht, ist jetzt nicht so farbintensiv. Da wirkt er hier dunkler, ne? So. Naja, aber auch für ein dezentes Augen-Make-up natürlich super geeignet. So, jetzt haben wir es bald geschafft. Es sind nicht mehr ganz so viele. Gucke gerade. So, dann habe ich hier noch so ein von Catrice aus einer LE. Aus der Neo Geisha. Die 02 Discreet Artist. Auch mit so einem schönen Print. Ja, das ist auch schon fast peach-mäßig. Aber jetzt komm, jetzt habe ich den zu den hellen Tönen gepackt. Das passt ja auch. Oh, der ist nicht so gut pigmentiert. Ich war jetzt ordentlich mit dem Finger drin. Ist auch was ganz Dezentes. Ich nehme noch mal ein bisschen. Seht ihr? Also, das ist jetzt nicht so hammerpigmentiert. Der ist jetzt nicht so... Ich weiß nicht, warum ich ihn mir damals mitgenommen habe. Da gab es mit Sicherheit Tester auch. Vielleicht wegen dem Muster. Keine Ahnung. Ja. So, dann habe ich hier noch einen Pure Chrome Eyeshadow von Catrice. Das war die limitierte Edition Spectacool Art. Genau. Dieser komische Name. Ein schöner Goldton. Richtig metallisch. Ja. Also der ist richtig schön am Glänzen und ja, den fand ich damals und auch jetzt noch wunderschön. Doch, kann ich mir gut vorstellen auf dem ganzen Auge, wenn man es mal vielleicht zu Silvester schön metallisch haben möchte. Ja, dann habe ich noch einen weiteren Essence-Lidschatten. Der ist auch so mehr so ein Bronzeton. Die 65 Sky and Sand. Ja, das ist, oh, der sieht ein bisschen glitzerig krümelig aus, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, jetzt weiß ich auch nicht, ob es die noch gibt. Ja, ist so lala pigmentiert. Ja, so ein hellerer Gold-Bronzeton, würde ich sagen, ne? Ja, auch schön. Gott, hier sieht es aus bei mir. Wir haben es gleich. Jetzt sind hier noch, Moment, der kommt hier gar nicht rein. Ich sehe gerade, obwohl, das ist mehr so ein Silber von Manhattan. Nee, den packe ich auch in die silberne Schiene. Zwei habe ich jetzt noch in meiner Kiste plus die fünf, die ich auf dem Auge habe. Dann haben wir es geschafft. Dann habt ihr es geschafft. Ja, P2 Far East So Close LE. Das ist auch so ein gebackener. Die LE gab es, glaube ich, letztes Jahr im Frühjahr. Kann das sein? Die 010 Diamond. Ein gebackener Lidschatten. Auch schön so marmoriert sieht das aus, ne? So, einmal trocken. Schöne Farbe, finde ich. Da kommt dieses Gold so schön sanft rüber. Finger anfeuchten. Und dann, oh ja, dann, hier sieht man den Unterschied ein bisschen besser, ne? Also im feuchten Zustand Hammerfarbe. Ja, da kommt der feuchte etwas farbintensiver noch rüber. Richtig tolle Farbe. War auch, glaube ich, eine ganz nette LE. Far East So Close. Ja. Genau. So, jetzt kommt der letzte in meiner Kiste hier. Von Art Deco ist das einer. Dieser hier. Das war, glaube ich, eine LE. Fand ich sehr, sehr schön aufgemacht. Das ist aus der Glam Couture. Also hier steht drauf Art Deco Glam Couture Eyeshadow. Die Nummer 28.
Es ist halt wie fast so wie so eine Muschel aufgebaut. Und die haben so ein tolles Finish. Ja. Wie beschreibt man den? Das ist fast schon so eine Taubfarbe, ne? Aber richtig toll finde ich den. Wahnsinn. Weiß ich nicht, ob es die noch gibt, diese Glam Couture. Vielleicht. Okay, das waren jetzt die Dose ist leer. Ich packe gleich wieder alle rein und ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt noch, was ich auf meinen Augen habe. Und zwar habe ich mir aufs ganze Auge, wer mein letztes Haul-Video gesehen hat, da habe ich, da gibt es ja jetzt, ab August kommen ja die neuen Produkte, ist ja Sortimentswechsel und da kommen bei Catrice neue Lidschatten auch rein, eine neue Reihe, die schimpft sich Velvet Matt. Genau, Velvet Matt. Und ja, das ist dieser wunderschöne Vanilleton, die 010 Vanille T4. Und der fühlt sich, also ihr müsst in den Tester reingehen. Bei uns gab es jetzt einen gesonderten Aufsteller im DM. Und ja, ich bin mit dem Finger rein und war hin und weg von dem Finish, von dem Gefühl. Und die sehen gebacken aus, sind sie aber nicht. Das sind normale Eyeshadows. Und den habe ich mir aufs ganze Augenlid gepackt, aufs ganze Augenlid gepackt. Und wie gesagt, müsste es bei euch jetzt auch geben. Ich glaube, It Pieces heißt der Aufsteller. Es sind halt ein paar Produkte, die es dann jetzt bald ab August gibt. Dann habe ich, jetzt überlege ich gerade, genau, dann habe ich mit einem weiteren MAC-Lidschatten, das ist auch so ein Bronzeton, das ist Amber Lights, Frostfinish, Amber Lights. Den habe ich mir in den Augeninnenwinkel so rein. Ja, ich hole euch gleich ran. Das ist Amber Lights. Auch wahnsinnig tolle Farbe. Sehr besonders, finde ich. So Bronzegold. Hier habe ich den im Augeninnenwinkel. So. Dann habe ich mir mit, das ist auch wieder von Art Deco aus der Glam Couture Reihe, die Nummer 33. Und zwar habe ich mir mit diesem Ton oben und unten einen Lidstrich gezogen mit einem Pinselchen. Boah, Wahnsinn, oder? Wunder, wunderschön. Ja, damit habe ich mir oben und unten einen Lidstrich gezogen. Und mit diesem von Alverde, das war aus dieser, wie hieß die LE? Hieß noch nicht so lange her mit dem Rosen. Sehr, sehr schöne LE. Das ist die 10 Innocent White. Die ist nicht ganz so gut pigmentiert. Da sind so ganz feine Glitzerpartikel drin. Und der ist jetzt nicht so gut pigmentiert. Seht ihr? Aber ich habe den hier genommen für den unter der Augenbraue gehighlightet und im Augeninnenwinkel. So, und der letzte, den ich benutzt habe, ist, das ist der allererste MAC-Lidschatten. Ich glaube, den habe ich mir damals gekauft, vor 2, 2,5 Jahren, wie hieß der einen noch? Sushi Flower. Es gibt einen MAC-Lidschatten, der heißt Sushi Flower. Genau, und das ist Rice Paper, der hat einen Frostfinish. Und den habe ich immer früher zum Verblenden, auch fürs ganze Auge genommen, aber überwiegend früher zum Verblenden. Ist halt so ein, ja, Nude Champagnerton. Moment, ich mache mir mal den hier hin. So, so leicht geht der ins Gelbstichige, aber ich finde den auch klasse. Und den habe ich heute hier verblendet, aufgetragen bis unterm Augenbrauenbogen. Und wie gesagt, den von Alverde, diesen hier habe ich dann noch mal kurz gehighlightet. Ich hole euch jetzt noch mal ran. So, genau. Also hier seht ihr den von Alverde, da der schimmert so ein bisschen. Unterm Augenbrauenbogen im Augeninnenwinkel. Dann den von MAC. Damit habe ich mir dann halt oben und unten Lidstrich gezogen. Den matten von Catrice, den neuen, aufs ganze Augenlid. Und mit Amber Lights habe ich, war das Amber Lights? Moment. Genau, mit Amber Lights habe ich dann hier ein bisschen au im Außenwinkel und verblendet quasi so in die Lidfalte rein. Ja, genau. Habe ich jetzt was vergessen? Nö, ne? Ja, also ein sehr dezentes Augen-Make-up, aber ich finde es dennoch ganz schön und gut tragbar und ja, so sieht das aus. Ach so, und auf den Lippen,
Ich schreibe euch die anderen Produkte rein. Wo ist er denn jetzt? Ich wollte euch jetzt zeigen, was ich auf den Lippen trage. Da habe ich von, der jetzt auch neu ins Standardsortiment einzieht, diesen Tinted Lip Glow. Das ist dieser farblose Lippenpflegestift, den ihr euch auf die Lippen pinselt. Und dann nimmt der so eine leicht pinke Farbe an. Deshalb sind meine Lippen so leicht pinkstichig. Finde ich aber toll. Also der trägt sich wunderbar, pflegt die Lippen, finde ich gut, und gibt dann halt so einen schönen leichten Pinkton auf den Lippen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt muss ich hier aufräumen. Ihr könnt mir gerne verraten, ob ein Favorit von euch, also dass ihr, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja auch einen Lidschatten von denen, den ich euch gezeigt habe, und findet den ganz toll. Würde ich mich freuen, von euch zu lesen. Und ja, Lippen, wie gesagt, Lippenstiftsammlung geht auch bald weiter und so Sammlungsvideos. Ich werde euch auch irgendwann mal meine Bronzer zeigen. Ich habe zwar jetzt nicht so viele, aber so ein paar habe ich. Was könnte ich euch noch zeigen? Highlighter? Bei Interesse gerne zeige ich euch auch meine Highlighter. Ach, da gibt es so viel, ne? Kajalstifte, Liquid Eyeliner und so weiter. Okay, ich räume auf, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Einschalten, für eure Zeit. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.